Herzlich willkommen zurück auf Char im StarCraft-Universum, StarCraft 2 Wings of Liberty, und wir haben Nachrichten. Meine Damen und Herren, heute ist ein trauriger Tag hier für uns bei UNN. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich Donny Vermillion letzte Nacht in die Nervenheilanstalt hier auf Korhal hat einliefern lassen. Während die Ursache seines plötzlichen Nervenzusammenbruchs weiterhin unklar bleibt, wurde jetzt bekannt, dass er lediglich mit Socken bekleidet war und angeblich ein Manifest von Imperator Mengsk sowie ein Pfund Erdnussbutter bei sich gehabt haben soll. Wir wünschen dir alles Gute, Donny, und hoffen, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. In der Zwischenzeit übernehme ich die Stelle der leitenden Moderatorin hier bei UNN. Für UNN, ihre Kate Lockwell. Wow! Yeah! Da hat sie sich ein bisschen früh gefreut, als das Mikro noch offen war. Gut. All die Jahre. Ja. Warte, ich habe mich verklickt. Es scheint, dass mein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten gerechtfertigt war, Commander Rayner. Jetzt muss der endgültige Schlag erfolgen. Verwenden Sie das Artefakt, um die Königin der Klingen auszuschalten, und beenden Sie das Blutvergießen. Ja, warum nicht? Kann man tun. Unsere Pioniere bringen das Xel'Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zergangriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denkt dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Genau. Alles oder nichts. Du hast mir das Xel'Naga-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Das sind so eklig. Warnung, große Zergstreitmacht im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung. Aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Ja, mal gucken. Boah, Heigen erschreckt! Commander! Die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Aus der Bahn! Von mir aus! Ja. Darf sonst noch was sein? Verwaltung fertiggestellt. Lauter! Ab
positiv. Durchgeladen. Worauf soll ich balancen? Kommt noch was? Abmarschbereit. Lass mich hier alles alleine machen. Sag an, Mann. Durchgeladen und entsichert. Abmarschbereit. Basis wird angegriffen. So, okay. Bodentruppen. Kommt noch was? Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Bitte weiter. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Rock'n'Roll! Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. So, Schwarmgedankenblubber. Wie viel kosten die denn eigentlich? 150. Sind ja saubillig. Kreuzer. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nydus Wurm nähert sich. Ganz vergessen. Oh, es geht los. Was ist das Ziel? Ei, ei. Basis wird angegriffen. Wer hat die Flotte gerufen? Lassen wir es krachen. Schwarmdingern habe ich noch nie wirklich gearbeitet. Aufgedankt und einsatzbereit. Basis wird angegriffen. Was? Regen erschreckt. Ich höre. Was nicht passt, was jagen wir hoch? Warnung. Seismische Störung. Oh, wir haben keine. Melde mich zurück. Drei. Roger.
die Flotte gerufen. Bin gleich da. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Flammenwerfertürmchen. Basis wird angegriffen. So, 6. Haben wir denn irgendwas, was wir übernehmen können? Laut und deutlich. Da muss man beim Kerrigan probieren. Die Königin der Klinik nähert sich. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Jetzt geht's rund. Bin unterwegs. Warnung. Weibliche Störungen weg. Mittelungswohn näher zu. Das werdet ihr noch bereuen. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Bereit machen, Jungs! Kommt noch was? Worauf soll ich was? 2, geh da hoch. Geh da hin. Der 3 kommt da hin. Oh, die kriegen aber richtig auf den Sack. Ich glaube, dann lass ich mal. Gerne ein Ultralisk oder sowas. Was gibt's? Warnung. Seismische Störungen weg. Die Lösung nähert sich. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Schlechte Neuigkeiten? Ich stecke ganz schön in der Klemme hier. Ja, Basis gleich. Erstling. Schon wieder. Ich höre. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Nur zu! Guck an, wo die hingekommen sind.
magische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Mittendrin, wie ist der denn da reingekommen? Sich verkochen. Feuert weiter, Benner! Warte mal, lässt die Units komplett verschwinden? Basis wird angegriffen. Alle Mann vom Bord! Da war der Ultralisk und ich hab's nicht mitbekommen. Oh. Ach, jetzt haben die eine Reichweite. Habe ich gar nicht gesehen. Warum nicht? Haben wir das auch mal gemacht. So, die werden wir jetzt verlieren. Upgrade durchgeführt. Haben wir noch einen... Ach, den Panzer, den wir da hochgeschickt haben, der ist weg. Der ist auch weg. Okay, war zu viel Schaden. Im Anflug. Roger. Hat dich diert? Kommt noch was? Bingo! Wo tut's denn weh? Sind wir an dem Punkt? So, Depots. Hier haben wir angefangen. Dann machen wir weiter. Zylonische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ihr Narren hättet nie hierher kommen sollen. Hab ich. Kreuzer einsatzbereit. Komm mal rüber, mach das mal weg. Energie. Upgrade durchgeführt. Was ist los? Ja. Den lässt dann einer Einheit einfach verschwinden. Seismische Störung entdeckt. Nydus wurde genetzt. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Sie wünschen. Ich dachte, ich kann das. Naja, okay.
war irgendwie nachvollziehbar, dass das. Antipost! Ich weiß nicht, warum die da oben die sehen können. Und dann draufballern. Das ist. Denkst du, die hast du eine super gute Position gefunden und dann. Nee. Und wieder ein Würmchen. Überall, Zerg. Sir, wir sollten die Energienova aktivieren. Kriegen wir hin. Start mit der Energienova auf Kerrigan. Oh, jetzt ist er zu weit unten. Oh, ich wollte doch einmal einen übernehmen und ich habe einen so falsch gebaut. Oh, apropos. Meine Dudes sind ja kaputt. Es ist eine Falle. Wie hinter Link die da rumschleichen. Guck's dir an. Sir, wir sollten die Energienova aktivieren. Ha! Meiner! Kerrigan ist das offensichtlich scheißegal. Sie versucht zu fliehen. Nicht locker lassen. Da ist was gerollt. Eingraben in Brutstätte, Bau oder Schwarmstoff entwickeln. Ach, die hatte ich hier schon gebaut. Lol. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nydus Wurm nähert sich. Was gibt's?
over 9000 Hydroswürmer. Einer hat mein Ultralisten verloren. Gab's nicht auch Ultralis? Oder war das anderes Game? Warnung, seismische Störung entdeckt. Hydroswurm nähert sich. Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. Melde Bereitschaft. Dann ist das nicht der Höchststand, wenn wir noch ein bisschen durchhalten müssen. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Sie werden noch überrannt. Benutzen Sie das Artefakt. Ab mit der Nova. Wir werden nicht überrannt. Alles gut? Alle Mann von Bord! Das ist normal. Das kriegen wir hin. Und genau deswegen keine Flugeinheiten. Alles, was Welt an uns ranbrandet, kann eigentlich nur in unsere Feuerlinie reinkommen. Und die Nidus-Würmer sind halt einfach kein Ding. Mit genug Verteidigung. Und da ist Kerrigan wieder. Mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. Ist sie eigentlich, sie ist auch ein Detektiv, sie kann halt einfach alles, ne? Sie kann einfach alles. Melde Bereitschaft. Weg, neuer Tag. Für diesen Verrat werdet ihr bezahlen. Gebt mir nicht auf! Ich kann Sarah hören. Jetzt dreht sie völlig durch. Francis wird angegriffen. Melde Bereitschaft. Jetzt oder nicht, General. Los!
Haben Sie das mitgekriegt? Sie haben Ihre Befehle, Mr. Findlay. Führen Sie sie aus. Tychus, was hast du getan? Ich habe einen Pakt mit dem Teufel Jimmy. Sie stirbt, ich komm frei. Wir alle wählen unseren Weg. Eine Schande. Jim? Alles wird gut. Ich hab dich. Das war Wings of Liberty. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf die Story, denn ich hätte durchaus auch Bock, dann das nächste Add-on anzufangen. Haut's mir in die Kommentare. Wollt ihr das sehen? Reicht euch das? Oder sagt ihr, nee, ist nicht so mein Zeug. Kampagne ist irgendwie komisch, die Story ist blablub. Lasst uns kommentieren. Ein bisschen argumentieren und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt auch wieder dabei. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen!